Hackiness! Was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren Top 10 Skin CSGO Video. Skin CSGO Video, was ist mit mir heute los? Heute behandeln wir die Mac 7s und werden uns wieder von Platz 10 bis Platz 1 hocharbeiten. Ich nenne auch alle Preise, die ich übrigens bei CSGO Stash nachgeschaut habe. Auf meinem 10. Platz liegt die Mac 7 Bulldozer. Direkt ein geiles Teil, oder? Ich weiß, man fängt eigentlich klein an. Die Warnfarbe gelb mit dunkelgrau gemischt. Eine sehr schöne Kombination. Ich weiß nicht, warum die so verkratzt ist. Die sollte eigentlich Factory New sein. Naja, was soll's? Dieser Skin ist 43,34 € wert. Das ist schon echt ein Hammer. Also die Preise entstehen an sich halt einfach durch Angebot und Nachfrage. So bauen die sich zusammen. Und der Skin wird wahrscheinlich einfach nicht oft gedroppt oder so hin und her. Auf meinem Platz Nummer 9 liegt die Irradiated Alert. Ganz klar hier, Obacht! Strahlung, richtig geiler Skin. Sehr, sehr unauffällig, gerade weil die Farben eben nicht sehr grell sind. Kann man dazu schon pastellig sagen? Nicht wirklich, oder? Egal, in Pastellfarben gehalten. Sehr schön, herrlich. 9. Platz und das Teil ist 4,39 € wert. Auf dem 7. Platz. Nein, auf dem Platz Nummer 8 liegt die Mac 7 Memento. Mittlerweile denkt ihr euch von ganz alleine, ah ja, stimmt, hier, Orange gefällt ihm ganz gut und die Vielecke gefallen ihm auch sehr gut. Klar, dass dieser Skin irgendwo in den besseren Regionen eben zu finden ist. Na gut, Platz 8 ist jetzt nicht unbedingt zwingend Platz 1, aber schon nah dran. Dieser Skin kostet 1,16 €. Platz Nummer 7, die Counter Terra. Grün, geile Farbe, wieder eckige Gestaltung, sehr schön. Schade, dass es hier abgenutzt ist, die ist Factory New. Ich weiß nicht, warum die hier so verschissen aussieht. Wenn man halt nicht gut mit den Skins umgeht, dann halten die auch nicht so lang. Ist klar, ne? Logisch. Dieser Skin kostet 4,52 €. Ich finde, der Preis ist deutlich zu hoch. Naja, man muss ihn sich ja auch nicht kaufen, ne? Hier haben wir die Mac 7 Firestarter. Und ich habe mir die zuerst flüchtig angeschaut und fand sie nicht cool. Weil ich dachte, was ist denn das? Sieht ja total behämmert aus. Aber dann ist zumindest bei mir folgende Denkweise eingetreten oder folgendes Bild davon. Ich sehe die Waffe so, als wenn sie innen drin brennt bzw. verglüht und es kommt hier einfach raus. Die Hitze durch diese Risse oder was das sein soll, keine Ahnung. Die Hitze kommt hervor, die Glut kommt hervor und möchte den Spielenden verbrennen. Und mit diesem Hintergrundwissen fand ich den Skin einfach ultra nice. Auch wenn er halt jetzt kein üblicher Skin ist, der komplett voll bedeckt ist mit Textur, sondern einfach nur so ein bisschen. Aber gerade das gefällt mir bei der Waffe sehr, sehr gut. Sie kostet 1,97 € und ist jetzt gerechtfertigt. Muss ich jeden Preis gerechtfertigt beurteilen oder nicht? Ne, muss ich nicht. Auf meinem Platz Nummer 5 liegt die Mac 7 Cobalt Core. Hier wieder ein Skin, der komplett über die Waffe drüber geht. Türkis, blau, schwarze Abgrenzungen, Linien an den Rändern. Hier steht sogar noch Mac 7 drauf. Also wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Der Skin ist 18 Cent wert und ich würde sagen, das ist doch mal ein Skin, der wirklich diesen Preis stolz tragen kann und auch gerne theoretisch etwas mehr kosten könnte. Die Mac 7 Heaven Guard liegt auf dem 4. Platz. Ein Flügel, rot, schwarz, grau, grau, die Farbgebung, sehr schick, sehr schick. Damit fühlt man sich als Beschützer des Himmels. Der Skin kostet in FN 14 Cent und da kann man wirklich nichts falsch machen, finde ich. Also wenn einem dieser Skin gefällt, für 14 Cent, da kann man da echt zugreifen. Ich weiß nicht, ob das hier hinten auch eigentlich zu ist, beziehungsweise ob diese Abnutzungserscheinung zum Skin dazugehört, da bin ich mir nicht sicher. Ich zeige hier bei diesen Top 10 Listen eigentlich immer Factory New Skins, wenn sie verfügbar sind und falls nicht, dann halt irgendwas Gutes. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das hier tatsächlich so der Fall ist oder nicht. Meine Plätze 3, 2 und 1 folgen jetzt. Ihr könnt gerne wieder raten, was wohl auf dem 3., 2. und 1. Platz liegen wird. Und ihr dürft aber nicht spicken. Das ist klar. Hört auf vorzugucken, sonst gibt's ein Watschen. Achtung, Platz Nummer 3. Auf dem Platz Nummer 3 liegt die Mac 7 Praetorian. Wow. Wie eine Weiterentwicklung der Heaven Guard. Und ihr werdet gleich noch eine weitere Weiterentwicklung sehen. Also merkt euch schon mal das Wort. Die Farbgebung ist jetzt nicht genau die gleiche, aber ähnlich. Die Schwingen wurden hier drüber gezogen. Also für mich sind es zumindest die Schwingen, die hier drüber gezogen wurden. Schön mit fast schon Gold. Was ist das? Bronze oder sowas? Farben sind schon immer eine schwierige Sache. Gerade für Männer. Aber ja, ein sehr cooler Skin, der auch edel wirkt und vom Rechtsschutz auf jeden Fall auch genutzt werden könnte. Also in Amerika. Hier in Deutschland schießt man ja nicht so zwingend. Dieser Skin ist in Factory New. Lasst mich kurz schauen. 99 Cent wert. Das ist schon ein stolzer Preis. Mal wem es gefällt, ne? Die Mac 7 Heat liegt auf meinem 2. Platz und sie ist praktisch die Weiterentwicklung bzw. die Weiterbrennung der Firestarter. Hier ist die Waffe innen drin schon so heiß geworden, dass sie komplett glüht. Fast überall. An den Nahtstellen sieht man die Glut, die innen drin herausbrechen will. Und die Kills, die man damit macht, sind auch heiß. Ist klar. Dieser Skin ist für 1 Euro zu haben. Jetzt kommt mein erster Platz. Auf meinem Platz Nummer 1 liegt die Mac 7 Petroglyph.
Pedro-Pedo-Bär. Ist die nicht cool? Es sieht aus wie eine Höhlenmalerei oder sowas. Wisst ihr, man sieht richtig, dass das einfach von Hand, was gemalt ist, der Skin, der dann draufgelegt wird. Ich weiß, alle Skins sind eigentlich von Hand gemacht, außer sie sind prozedural erstellt worden am PC. Aber so an sich sind natürlich alle Skins von Hand irgendwie erstellt worden in einem Grafikprogramm oder meinetwegen richtig gemalt, dann eingescannt oder lirum larum. Aber dieser Skin wirkt einfach so ultra cool, als hätte es ein Kind gemacht auch so ungefähr, mit dieser Schildkröte da drauf und den Dreiecken und sowas. Das ist echt cool. Als hätte sich tatsächlich jemand sehr Junges daran gesetzt, guck mal da hinten, und sich gesagt, ich muss jetzt diese Waffe anmalen. Los geht's. Deswegen gefällt mir die ultra gut. Gerade weil es auch nicht perfekt ist. Die Abstände sind nicht gleich. Hier ist es mal rübergerutscht, das Teil und sowas. Halt eben auch genauso, wie die Mac7-Spieler sind. Ungleich. Mal sind sie da, mal sind sie dort, mal campen sie hier. Sie ficken dich aber dennoch jedes Mal, wenn du nah genug an sie rankommst. Also ich finde diesen Skin wirklich ultra cool. Deswegen hat er eben meinen Platz 1 erreicht. Ich frage mich, was bei euch auf den ersten drei Plätzen liegt, beziehungsweise wie eure Top 5 oder sogar eure Top 10 aussehen. Schreibt sie in die Kommentare, wenn ihr Zeit und Muse habt. Ihr könnt mir aber auch einfach schreiben, was bei euch nur auf dem ersten Platz wäre, beziehungsweise und oder wie ihr meine Top 10 so findet. Es gibt da ja doch immer mal wieder Übereinstimmungen. Dieser Skin ist übrigens 65 Cent wert, um das mal nicht zu vergessen. Ja, 65 Cent finde ich für diesen Skin wirklich optimal. Ein höherer Preis wäre zu viel, ein geringerer Preis wäre zu wenig. Ach was? 65 Cent kann man machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich verschwinde, oh nein.